Und schon geht's los. Naja, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ich bin Was ist Ladebildschirm. jetzt los? Mit den anderen, mit Rango und Kisli, bin ich im Ladebildschirm. Ich habe einen Ladebildschirm. Woo! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Nach zwei Malen, in denen ich leider einen Blackscreen im Ladebildschirm habe, Ja, können wir jetzt also endlich wieder ein MMR. Spiel spielen. Der Rex hat dann MMR gedrückt. Ihr könnt an dieser Stelle mal ein Blil. Vielleicht blende ich an dieser Stelle mal das schöne Schwarzbild ein. Mit Das Blitz? ist ein schwarzes Bild. Nee, nicht Der mit Rex hat Blitz, ich habe da. ja die Aufnahme. Ach so, ich dachte, du hast. Der Dann Rex müsste hat ich mein nämlich. Handy mit dem Computer verbinden, das ist mir viel zu anstrengend. Nergorix hat nämlich den Urknall simuliert auf seinem Rechner. So. Kolosse, So. ich bin Protoss! Ich bin mal wieder Zerg. Jetzt lädt der Druss nicht zu meinem Verdruss. Verstehst du? Doppelterraner. Ich bin Protoss. Kämpfen und siegen! Bis der alte Jormund abschmiert. Das war nicht so schlau, was ich hier gemacht habe. Naja, macht ja nichts. Es ist schön. Nein. Doch, es ist schön. Glaub mir doch mal was. Das war nicht so. La 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 la. Es tut mir leid, dass ich euch mit diesem Gesang allein lassen musste, aber ich musste gerade husten. Aber das ist der Wahnsinn. Kaum ist man nicht mehr Terraner, macht das Spiel wieder mehr Spaß. Da kommt eine Probe nach vorne. Ja, wenn ich keinen Rush, kannst du ja mal versuchen, was dagegen zu tun. Nee, das ist keine Probe, das sind Terraner. Wenn Proxy Rexes kommen, kannst du ja versuchen, da mal was gegen zu tun. Oh, Zarok, sing wenigstens irgendwas Vernünftiges. Wenn der Frühling kommt, Nein, dann das ist schenk nichts ich Vernünftiges. dir Rubens Amsterdam. Tausend Rote, tausend Gelbe, alle wünschen mir Meine Verbündeten verhindern dasselbe, sich im Kampf. wenn der Frühling Ist kommt, gut ja jetzt, dann. mein Gott. Mit Tulpen aus Amsterdam. Ich habe leider nichts gesehen. Muss ich zu So, meiner ich muss Schande mal irgendwie zugeben. Team Secuten auf den Kopf, auf den Knopf legen. Warum? Damit ich dieses Gesang nicht immer Was soll das? mir anhören muss. Wenn man es denn als Gesang bezeichnen kann. Natürlich! Wenn Herbert Grönemeyer Gesang ist, bin ich da drauf. Nein. Auf gar keinen Fall. Dieser Durchfallsinger. Was machst du da? Achso. Ich wurde angegriffen, aber ich kam eh nicht mehr weg, War ein deswegen habe ich mich Bunker dazu vorne hin. entschieden, so rumzufahren. Hast du gehört, weil ich da gescoutet habe? Ja, den hast du nicht gescoutet, den habe ich gescoutet. Und ich Ja, gucke ich nur in der habe. Regel an, was ich sehe, im Gegensatz zu Ja, dir. ich Von meistens daher. nicht. Ah, doch, meistens schon. Ich guck halt mit Sinn und Verstand. Du guckst einfach jeden Scheiß an. Das ist nicht korrekt. Aber oh, was ist denn los jetzt hier auf einmal? Da muss ich schlicht husten. Es schwappt über das Meer. Gibt es überhaupt auf der Welt Herbert Grönemeyer-Fans? Herbert Grönemeyer ist derjenige mit den meistverkauften Alben und Platten in Deutschland. Wie viele, Und ja gut, wie Singles. viele Rentner gibt es denn in Deutschland mittlerweile? Das hat nichts mit Rentnern zu tun. Das ist ganz ehrlich, mit über 20 kannst du doch nicht mehr hören. Boah. Ich habe sie auch häufiger gehört. Ich war sogar schon mal auf dem Konzert von Herbert Grönemeyer. Ja, du hast aber eine Waffe. Nö. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben und Like geben.
Ja, ich muss mir jetzt auch nicht immer alles von ihm anhören, aber das Mensch-Album war klasse, das kann man nicht anders sagen. Nicht anders. Ich finde da Musik scheinbar ein wenig... Sagt der, der singt, es blüht der Frühling oder so. Was, ohne es blüht Ende. Der Frühling? Ja, das hast du heute den ganzen Tag gesungen. Ich habe dir nicht zugehört, weil du nicht singen kannst. Ja, das ist Tult, was Amsterdam. Ja, und es das bezeichnet er als Musik. Das ja. Merkt sich doch keiner. Es blüht der Frühling. Du knusperst du da ja. Frage ist, was macht der Gegner? Das weiß ich nicht. Neben dem Bunker. Irgendwie ist mit Zerg eine Hidden Base völlig bescheuert. Aber ich wollte mal eine Hidden Base bauen. Ich habe halt im Moment Adepten. Der Adepten ist, wie man in Restdeutschland sagt. Das ist nicht in Westdeutschland, sondern in Süddeutschland, sagt man das. Ich bin Supply Block. Das klingt jetzt eher wie das Fallrohr aus der Augsburger Puppenkiste. Meinst du, dieses, das, das bei Dirk Bachs Musical ja. Da mitgemacht hat? Nein, das ist nicht Dirk Bachs Musical. Natürlich war das von Dirk Bach. Nein. Das Urmel. Ja, aber das ist nicht Dirk Bachs Musical, nur weil der da mitgemacht hat. Und zugegebenermaßen auch die Hauptrolle spielt, das bestreite ich ja gar nicht, aber. Das war doch der. Die Urmel. Oh, er hat den Observer gesehen. Schade. Mach mal, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Gut Spiel. Was macht der Immortal da Recall, vorne? Recall, zu spät. Jetzt, ja, jetzt hat's auch nicht mehr viel gebracht. Ja, du kriegst ihn sogar noch, oder? Boah, das war ganz schön knapp. Natürlich krieg ich den noch. Wir bräuchten jetzt aber mal Einheiten hier hinten, Zalrock. Stell du dich bitte mal an die Ramp, die ich leider ein bisschen breit gemacht habe, zugegebenermaßen, weil ich nicht mit Aliens gerechnet habe. Ich hau mal eine Drohne raus. Kannst du mir hier mal helfen? Steht da wieder da oben irgendwo random rum. Statt da, wo sinnvolle Sachen passieren. Ja, der kommt doch jetzt hier von oben, ne? Jetzt muss jetzt mein Plan. Ja, jetzt hast du meinem Ecoline wieder komplett... Nee, jetzt kommt er da unten. Den Beschuss. Nee, er weiß selbst nicht, was er machen will, glaube ich. Ich bin Supply Block. Tut mir leid für dich. Oh, ich weiß, was falsch ist. Der Waypoint ist vorne für den. Es schwappt über alles. Der kommt. Obacht. Ich räume mal die Tanks vor hinten ab. Ja, gut, die habe ich übersehen. Das ist vielleicht der Grund, warum wir drauf gehen. Ja, sorry, Nelrix. Da habe ich die Tanks übersehen, einfach schlicht und ergreifend. Ja, ich habe einige jetzt rausgenommen, aber halt noch nicht alle. Ich kann ihn nicht engagieren mit den Adepten. Ich weiß sowieso nicht, warum du so wenig hast. Vielleicht zu früh expandiert. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, du hast aber zu wenig Geld. Oder wie viel Geld hast du denn? 7. Also ich habe auch zu viel Geld, aber... Ich habe 7 Geld. Warum ist der denn da jetzt schon wieder mit drauf? Also wenn du noch irgendwie die Tees hättest, wäre ganz gut. Nee, ja, die Tees dann. Immer die Dark Shrine-Horns, das ist immer wert. Warum habe ich denn jetzt ein paar Corruptor gebaut? Das war nicht der Plan. Kommt jetzt überall Corruptor raus? Nee. Ich hoffe nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
haben ihm nicht mehr viel entgegenzusetzen. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, du hattest ein bisschen wenig, Herr Rock. Ich hätte 7 Gates. Ja, Adept Upgrades. Du hattest keine Armee, oder? Ja, nee, die sind halt da vorne bei dir gestanden und dann kamen die Tanks und die habe ich nicht gesehen und dann waren sie weg. Aber das waren nur 800 Tanks, wie hast du die denn nicht gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Ja, warum nicht? Ja, du hast doch eine Brille auf dem Kopf. Als sie da waren, habe ich sie gesehen, aber dann war meine Armee nicht mehr da. Du solltest sowieso nicht so viele Adepten gegen Terraner bauen. Adepten bringen überhaupt nichts gegen Terraner, außer gegen den ersten Reaper. Aber Adepten brauchen 3 Schüsse pro Marine, das ist viel zu viel. Adepten niemals gegen Terraner bauen. Sei du machst einen Adept-Push, dann ist das okay. Aber nicht als normale Lösung. Und geht ja schon weiter, Alter. Sag doch was. Was? Ist der? Zerg und Zerg. Ja, Nexus First. Scheiß drauf. Lass mal vorne wallen eigentlich am besten, sorry. Diese komische Wall ganz vorne, die sowieso nicht funktioniert. Wo ist denn hier dicht? Kämpf doch mit der Wall! Ich will bauen. Ja, sorry, ich habe mit der Wall. Lass mal eine richtige Full Wall machen. Wir können ja durch die Rocks gleich rausgehen. Ja, ja, aber lass gleich komplett zu machen. Aber ich mach mal vorher Nexus First. Oh Gott, wie soll ich die denn da jetzt gleich dicht kriegen? Naja, gut. Weiß nicht, du bist der Profi. Es schwappt über den Jormund. Oh, Herr Krönemeyer, wir haben uns gestern aber schön beim Football-Manager lustig gemacht. Der Arme, der wird das jetzt echt traurig da sitzen mit seinen Milliarden Euro. 3 Milliarden Euro mit Bullshit-Musik, das ist aber, da muss man immer Respekt zollen. Ich weiß nicht, zuhören. Ob er 3 Milliarden Euro hat. Weißt du, meine Stimme gibt völlig aus. So. Weißt du denn, wer Platz 4 war es, glaube ich, der meistverkauften Dingens ist? Nee. Rolf Zukowski. Mit der Weihnachtsbäckerei, Dude? Ja. Fand ich interessant. Also in Deutschland, ja. Und zwar zählen da auch Leute rein aus dem Ausland. Aber eben in Deutschland verkauft, ja. Muss man sich mal vorstellen. Was? Das heißt, der hat mehr verkauft als Elton John zum Beispiel oder so. Elton John war relativ hoch in der Liste, deshalb fiel mir der jetzt ein. Ja, ist auch nicht unverdient, dass Elton John so weit hoch ist. Naja. Da höre ich tatsächlich lieber Herbert Grönemeyer als Elton John. Du hast wirklich einen an der Waffel, ey. Aber sowas von. Elton John. Er hat doch nur Can You Feel the Love Tonight. Der Rest ist doch ganz kacke. Gib doch Elton John John. Nicht genügend Energie. Wir müssen jetzt gleich mal eben Pylons an den Rocks machen jeweils, ne? Wir haben ganz schön viele Overlords in unserer Base, das gefällt mir überhaupt nicht. Vorne sind Linge, stell dich mal ein bisschen näher an die Ramp. Stell dich mal ein bisschen näher an die Ramp, stell dich mal ein bisschen näher an die Ramp. Ja, renn 3 Meter weg von der Ramp. Ich verstehe diesen Rock nicht. Hätte da 5 Linge schon töten können in der Zeit, rennt aber lieber 3-mal im Kreis. Wo lauft mein Adept? Ich weiß nicht, was du machst, du verhinderst, dass ich neue Einheiten kriege, das hast du gut geschafft. Und 5 Drohnen stehen auch noch daneben. Kannst du jetzt mal diese Linge vielleicht angreifen? Ja, er macht es. Bau doch mal neue auch. Er hat doch wieder meine Hotkeys komplett durcheinander geworfen. Das Gefühl, Zark möchte manchmal aktiv unser Spiel manipulieren, negativ. Nee, StarCraft möchte aktiv unser Spiel manipulieren. Du bist einfach nach links gerannt, anstatt die Linge anzugreifen. Die greifen jetzt hier die Rocks an. Bitte einmal hier hin zu den Rocks. Herr Rock? Du kannst übrigens auch shaden. Es gibt so eine Fähigkeit. Ich weiß, die hast du noch nie in deinem Leben genutzt. Wäre aber manchmal sinnvoll. Vor dem Patch war die noch richtig gut. Vor so einem der Patch ist noch gar nicht durch.
Jetzt stell dich nicht so, dass ich hier nicht zumachen kann. Das ist eine schreckliche Wall, aber es ist immerhin eine. Links unten sind auch Leute. Reinforcements bitte da links unten. Wir werden hier jetzt gleich Full Wall machen. Lass mal mit allem nach unten. Shade. Forschung abgeschlossen. Ich hoffe, dass das hier richtig dicht ist. Aber müsste eigentlich. So, du musst das jetzt auch zumachen hier, ne? Bleib du mal unten, nicht mal da oben schon. Ehre den Dalai Lama. Gib uns. Mach da aber keine Full Wall, sodass wir da ein bisschen durch können. Weil wir brauchen irgendwann mal auch keine Full Wall. Solltest du übrigens langsam deinen dritten Nexus nehmen, ne? Das Spiel leckt gerade, ich kann gerade gar nichts nehmen. Was ist das? Ich hab unten nicht gefunden. Jetzt hat der sich hier eingesperrt. Was hast du nicht gefunden? Ich habe gesagt, ich habe nicht gefunden, Wolf. Sehr gut. Also wenn es eins gibt in diesem Spiel, wo ich zufrieden sein kann, ist es meiner Eco. Ich habe auch nur, wie viel Bock hast du denn? Ich habe 3 Basen voll saturiert gerade. Ich habe 49. Ja, ich habe 64 und wie gesagt, alles Paletti. Ich mache das jetzt auch wie so ein Bronze League-Spieler. Das ist mir scheißegal. Jetzt fängt bei mir das Legen an, aber Art! Ja, ich höre, dass das bei dir der Fall ist. Aber das scheint dann ja nicht an Blizzard zu liegen, weil das im Teamspeak auch der Fall ist. Ja, bei mir nicht. Peradak-Koral. Prismakern online. Haben wir alle Sachen in der Basis abgedeckt, dass der nicht in Neides kam? Ja, ne? Oh ja, oder? Nicht genügend Energie. Ja, warum steht ihr hier einfach nur dumm rum? Hier sind Mars Mutas. Ich habe leider Void Race gebaut. Gegen Mutas habe ich jetzt wenig. Bleib doch für dich auch. Das ist ärgerlich jetzt. Gegen Mutas kann ich. Bist du auf Adepten geblieben, echt? Unten bei dir, ne? Unten bei dir. Unten ist erledigt. Nicht genügend Energie. Haben halt Mutas, vor erledigt? Unserer Base, leider. Mutas, hast du erledigt? Ja, die leben noch. Die sind aber weggeflogen. Ich habe sie vertrieben. Aber ich kann sie gleich für immer. Ich habe jetzt auch meine. Ich bin jetzt auch von Adepten auf CLU gestiegen. Erfolgreich. Ich durchstreife die Galaxis. Mineralienfeld erschöpft. Ich muss mal ein paar mehr Gates bauen, falls ich mich doch dafür entscheide, nicht auf Full Air zu gehen. Teleportation erfolgreich. Upgrade durchgeführt. So, wenn du die Mutas nochmal siehst, dann Bescheid, da sind sie. Ja. Ich hab sie gefunden. Oh, die Zealots.
Storm doch nicht deine eigenen Zealots. Wählinge! Warp eine Sentry! Schnell! Ja, das war keine Sentry, aber gut. Teleportation erfolgreich. Ich finde dich. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ich streife die Galaxis. Charazul, du Templari. Du schaffst das schon. Mutter ist denn tot. Ich füge mich. Ich habe wenig Basen. Ich weiß nicht, wie es mit dem Chipschwager aussieht. Ich habe leider ein paar Workers verloren. Ja, wollen nach. Ich werde jetzt aber nach Chrono Boost, weil ich das gelernt habe. Irgendwann. Irgendso. Da kommt noch mehr. Bronzeliga! Warum denn Bronzeliga? Oh, 80 Cannons überall! So ein Mothership ist ganz schön teuer. Da kommt er wieder. Ich durchstreife die Galaxis. Ja, du solltest da gleich mal den Creep wegpushen, ne? Ich hoffe, dass du eine Robo hast, weil ich habe keine. Gehe auf ME, wie der Rock sagen würde. Eigentlich macht die Einheit doch auch viel Sinn. Nicht genügend Energie. Mach mal ein paar Arkens. Arkens. Wie sieht das denn jetzt aus, Sorg, bei dir mit Creep Defenden? Bin dabei. Sehr gut. Versuche ihn zurückzutreiben. Ich glaube, jetzt hole ich mir nochmal ein paar Kreuzeries. Und ich werde mal mit denen hier essen gehen. Also, er machst du, ne? Ja, ja. Mineralienfeld erschöpft. Komm, langsam eine neue Expansion. Feminin jetzt aus. Kann der Clipsy mal verziehen jetzt? Ich durchstreife die Galaxie. Er hat viel Corruptor gebaut, aber das war zu erwarten. Ist aber nicht so wild. Ja, aber er technisch mit du auf Ergis bist du ja besser aufgestellt. Denke ich. Warum habe ich denn hier jetzt Dings? Das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich Supply Block. Mein Income ist aber auch nicht mehr so Töfte. Ich habe viel zu viele Worker. Imkam ist nicht Töfte und du hast so viele Worker. Das ist aber beide schließlich eigentlich gegenseitig aus. Ja, also ich bin quasi gemaxed. Ich leider nicht. Ich habe auch meinen Warp Prism irgendwie verloren. Jetzt echt hier kotzen? Ja, will er. Boxen? Kotzen, du musst ja schon zuhören. Da ist der Kulturmor. Pucken! Hadi! Anan Pogal! Navarash! Versteiger ein! Er fliegt jetzt zur Mitte. Ich werfe mal meine Adeptis weg. Er hat Lurker. Oh nein, was soll ich jetzt nur tun? Mortal Bomb? Mehr Air bauen wäre vielleicht eine Möglichkeit. Jetzt bräuchte ich gleich einmal deine Hilfe hier. Aber pass auf mit den Lurkern, weil es sind jetzt beide, glaube ich, bei mir. Pass aber auch mit den Lurkern auf, ne? Also noch ein bisschen Zeit vielleicht kaufst. Die Lurker sein, da wo du jetzt bist, müssen die Lurker sein eigentlich. Ja, hier sind sie.
Also ich habe gefühlt seit 5 Minuten keine einzige Einheit verloren. Am Anfang des Fights habe ich relativ viel verloren und danach gar nichts mehr. Das dürfte es gewesen sein. Da haben die 20 Arkans doch was geholfen. Ja, das stimmt. Aber wenn du dir mal meine Armee anguckst... Ja, deine Armee, du warst natürlich wieder geilste. Das stimmt. Und damit würde ich sagen, was ist für die heutige Folge? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben jetzt in der Folge klicken. Und jetzt das Projekt von mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.